Herzlich willkommen, meine Lieben, auf meinem Kanal Auroras Sternenmagie. Wir wollen jetzt in den Freitag schauen, was für Energien sind am letzten Arbeitstag, für die meisten zumindest von uns, für Energien am stärksten. Wie können wir uns aufs Wochenende vorbereiten? Was kommt da Schönes auf uns zu? Und da starte ich jetzt auch gleich los, ohne lange Umschweife, mit meinen wunderschönen neuen Lennemore-Karten, die noch absolut glatt und noch nicht vergriffen sind, wie so die ältesten Modelle von mir. So, eins, zwei, drei Energien haben wir schon erhalten und eine hätte ich gerne noch. So. Es sind fünf geworden, dann soll das so sein. Wir haben das Buch, die Lilien, der Schmetterling, den Mond und das Feuer. Wow, schöne Karten. Das Feuer brennt in einigen von euch ganz schön heftig. Die Leidenschaft ist entflammt. Beim Feuer muss man aber auch immer ein bisschen aufpassen. Das Feuer ist auch so ein bisschen unkontrollierbar, ja? Also aufpassen, dass die Gäule nicht mit uns durchgehen, dass wir vielleicht nicht zu impulsiv sind, vielleicht auch in manchen Dingen überreagieren oder zu schnell handeln. Also morgen einfach mal auch zweimal überlegen, bevor man etwas in die Tat umsetzt. Wieso wackelt das jetzt hier schon wieder? Der Mond ist gefallen im Zusammenhang mit dem Feuer. Ihr wisst, der Mond Sehnsüchte, Träume, Wünsche, aber auch so ein bisschen die Angst hat der Mond auch in sich. Meistens auch, dass diese Träume, Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Vielleicht bei euch aber gerade morgen die Wünsche sehr ausgeprägt, dass ihr sie angeht. Die Leidenschaft geht mit euch durch. Ihr wollt jetzt zur Tat schreiten. Und da kann ich euch sagen, mit dem Schmetterling. Der Schmetterling bedeutet, etwas Schönes entpuppt sich, sage ich jetzt mal. Von der Raupe zum Schmetterling. Da kann jetzt, was eure Träume betrifft, wenn ihr eure Emotionen unter Kontrolle habt und sie nicht unkontrolliert entflammen lässt, ja, kann da morgen tatsächlich etwas sehr Schönes beginnen. Und das hat auch etwas mit Leidenschaft, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität zu tun. Da kann es ein neues Kapitel in eurem Leben beginnen. Für die Singles unter euch würde ich jetzt sagen, Mädels, Jungs, raus auf die Piste am Wochenende. Da könnt ihr tatsächlich, ja, zum Zuge kommen. Ich möchte es mal so sagen. Die Leidenschaft kann da ganz schön heiß werden. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch für Energien bekommen. Auf jeden Fall, eure Träume werden euch ganz schön einheizen und eure Wünsche und eure Sehnsüchte. Ihr möchtet jetzt zum Erfolg, ihr möchtet, dass da was vorangeht und sich zum Schmetterling entpuppt. Schiebe ich mal mein Kristall hier ein Stück weg. Mal schauen, was denn da am Wochenende bzw. morgen schon startet. Also falls ihr morgen das Fußballspiel Freiburg gegen Bayern anschaut, ne, nicht so hitzig morgen im Stadion sein. Das Kreuz, die Fische, der Park, oh, und der Kuss, okay, und das Kind. So, ja. Was eure Träume angeht, ihr wollt, also da ist jetzt so viel Hitze drin, so viel Leidenschaft, ja, ist in euch entflammt. Ihr möchtet eure Träume jetzt definitiv angehen, durchstarten. Ihr wisst, das Kind, der Neubeginn, ja, vielleicht auch, das Kind ist manchmal aber auch so ein Zeichen von naiv sein. Also zügelt euch,
tatsächlich morgen etwas. Ja, bei den Träumen, bei euren Leidenschaften, da geht es also wirklich zur Sache. Startet morgen, denn wir haben bei euren Träumen und euren Wünschen auch noch das Pärchen, den Kuss, die Vereinigung, ja, alles, was man sich so unter einem Pärchen vorstellt. Und die schauen sich auch, ja, ne, da weiß man, was Sache ist. Die lieben sich, die möchten sich. Und ja, die Öffentlichkeit dazu, alles, was draußen passiert oder sich öffnen. Also, raus auf die Piste, sag ich nur. Da kann echt was beginnen, etwas, was sich wirklich zu etwas Schönem entpuppt, das sagt ja der Schmetterling. So, jetzt haben wir ja nicht nur die Leidenschaft unter der Gürtellinie hier liegen, jetzt haben wir die Fische noch drauf bekommen. Was bedeutet wirklich tiefe leidenschaftliche Gefühle? Also da kann so ein kleiner, wie soll ich sagen, Anflug von Frühlingsgefühlen auf einige von euch zukommen, die morgen beginnen. Das Kreuz ist einerseits eine Belastung, andererseits aber auch so etwas Schicksalhaftes. Ja? Von daher belasten kann ich es nicht sehen, wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Ja, kann vielleicht einen bitteren Geschmack dabei haben, aber ich denke eher, dass es jetzt so für euch auch an der Zeit ist, ja, etwas ja, Würze in euer Leben zu bringen, möchte ich bei den Karten fast schon sagen. Ihr seid noch gefallen, also es geht jetzt wirklich um euch. Ja? Wenn ihr auf der Suche seid oder mal wieder Lust habt, jemanden kennenzulernen, morgen irgendwie den Impuls kriegt, ich will jetzt raus, ich will Party machen, ich möchte meinen Spaß haben, dann tut es. Es wird definitiv gut. Ja, da ist nichts, wo man sagen würde, ey, schaut euch die Leute mal genauer an, die euch morgen begegnet. Nein, da kann wirklich etwas Wunderschönes, Leidenschaftliches mit tiefem Gefühl morgen auf euch zukommen. Ja, und genau, schaut mal, was gefallen ist. Ja, feiern. Das ist die Feierkarte in diesem Lenormand. Also, Mädels, Jungs, macht's euch schön. Ja, geht raus, erlebt was, lernt Leute kennen, lächelt zurück. Da kann wirklich ein wunderschöner Schmetterling auf euch warten. Also super schöne Karten für all diejenigen, die sich trauen, rauszugehen, Spaß zu haben. Natürlich auch gut möglich mit eurem Partner, mit eurem Gegenüber. Ja, dass ihr vielleicht euch auch traut, morgen mal einen Schritt auf ihn, auf sie zuzugehen, ne? Weil das Feuer, das brennt ja, das feuert einen ja wortwörtlich an, ne? Und vielleicht habt ihr da morgen den Mut und daraus kann wirklich auch etwas, ja, Schönes beginnen oder zurückkommen oder wie auch immer. So, was sagen denn die Tarotkarten noch dazu? Ja, schaut her. Mega. Also ihr werdet morgen auf jeden Fall ein, wie soll ich sagen, ein Magnet sein. Ja? Die Hohepriesterin hier ist ein Magnet, ein Hingucker. Sie strahlt das halt auch aus. Ne? Sie strahlt aus, hey, schaut her. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, wie toll ich bin. Sie hat es verstanden. Sie ruht in ihrer Mitte und da oben, ne, pur, sie strahlt auch Liebe aus. Und wenn ich vom Feiern gesprochen habe, hier mit den Lenormand-Karten, schaut euch die 10 der Münzen an. Das ist auch Familie, Hund, Katze, Maus. Also da kann wirklich eine Begegnung auf euch warten, die euch in die Fülle bringt. Ja? Wo es ja nicht nur knistert und die Schmetterlinge sich im Bauch überschlagen. Nein, da kann wirklich etwas auf euch zukommen, das Hand und Fuß hat.
Wenn ihr rausgeht, seid ihr die Königin der Stäbe. Und ihr müsst wissen, die Hohepriesterin gemischt mit der Königin der Stäbe, ihr seid sexy vom Feinsten. Ja? Die Königin der Stäbe, das ist eine Macherin, ein Macher für euch Jungs. Die geht raus und macht Party. Ja? Die weiß, hey, ich hab's drauf. Da ist ihr Stern in der Hand, hier auch wieder das schöne Purpur, das sagt, hey Leute, schaut mich an. Ich bin spitze. Und wenn ihr genau mit diesem Gefühl rausgeht, ich bin spitze, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin genau richtig so, wie ihr seid, dann habt ihr nämlich die Anziehungskraft der Hohen Priesterin. Und das Rad sagt euch, die Dinge werden rundlaufen. Ja? Die Würfel sind gefallen. Morgen kann tatsächlich ein schicksalhafter Tag sein und das passt sehr schön zusammen mit dem Kreuz, das ja auch so eine Schicksalskarte ist. Wenn das Rad jetzt noch dazu kommt, da könnte es gut möglich sein, dass das Universum euch jemand morgen in die Arme schubst und es für euch bestimmt ist. Also, Partytime, Leute. Morgen ist definitiv Partytime und wenn ihr jemanden im Auge haben solltet, dann lasst euer Feuer ruhig mal brennen, seid mal mutig und leidenschaftlich und macht den ersten Schritt. Ihr seid hier gefallen mit dem Feiern. Also, ja, traut euch. Traut euch einfach. So, die Soulmaster-Karte noch. Ah, ja, den Mond müssen wir auch gleich noch. Hätte ich fast vergessen, ne? Mond, mehr Jungfrauenzeit. So, kriege ich noch eine kleine Botschaft, kleine Weisheit für den morgigen Tag. Das waren definitiv zu viele, aber habt ihr mal gesehen, wie die, mit was für einem Schmackes, die hier über den Tisch geflogen sind. Keine Weisheit für morgen. Ihr sollt einfach nur Spaß haben, ohne irgendwelche, na gut, keine Weisheit, keine Weisheit. Aber die Meerjungfrauen zum Mond befragen wir trotzdem noch, ne, zu euren heißen, leidenschaftlichen Gefühlen morgen. Hellseherische Kräfte, Prophezeiung, Schicksal, Unbestimmung. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ne? Hier sage ich Schicksal, Schicksal, Bestimmung, geht raus. Da tut sich jetzt etwas. Da tut sich künftiges Glück, Bestimmung, Schicksal. Und hier haben wir das Unsichtbare. Das Unsichtbare, da kommt etwas auf dich zu, was du dir absolut nicht vorstellen kannst, was im Verborgenen ja geblieben ist bis jetzt. Ich wünsche euch einen mega, mega schönen Freitagabend. Nehmt die Chance wahr, wenn das Schicksal winkt und euch triggern will, irgendwo hinführen möchte, dann empfangt es mit offenen Armen und Vertrauen. Ich freue mich, morgen wieder hier für euch da zu sein, mit euch. Und dann schauen wir in den Samstag. Habt ganz viel Spaß bis dahin. Alles Liebe. Tschüss.